Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat mit dem Verwaltungsratschef der UBS, Axel Weber, gesprochen. Schäuble fühlt beim früheren Chef der Bundesbank vor, ob er Interesse an den verbliebenen Staatsanteilen der Commerzbank hat. Die Bundesregierung sagte auf Nachfrage, man wollte die Stabilisierungsmaßnahmen aus der Finanzkrise immer zeitlich eng begrenzen. COBA und UBS haben keinen Kommentar abgegeben, allerdings auch nicht dementiert. Insgesamt hat die Commerzbank 18,2 Milliarden Euro Hilfsgelder aus dem Rettungsfonds SOFIN erhalten. 16,4 Milliarden davon als stille Einlagen, der Rest waren Aktienbeteiligungen. Die direkten Hilfen hat die Commerzbank dank einer Kapitalerhöhung vollständig zurückgezahlt. Den Aktienanteil hat die Bundesregierung bereits zurückgefahren. Von 25 auf derzeit noch 17%. Kein Wunder, denn eigentlich sollte sich das COBA-Investment lohnen. So zumindest der Plan. Aktuell liegt ja der Kurs nicht gerade so, dass die Bundesregierung hier mit dem Plus rauskäme. Denn so rundgerechnet müsste eigentlich die Bundesregierung die Aktien noch mit 60 Euro im Depot haben. Und da würde also dementsprechend ein großer Abschreibungsbedarf entstehen. Also die UBS wird eher wahrscheinlich wegen des Know-hows gefragt. Know-how kann die zweitgrößte deutsche Bank gebrauchen. Sie schlingert nämlich gerade von Sanierungsprogramm zu Sanierungsprogramm. Gerade erst hat die COBA das Geschäft mit Gewerbeimmobilien der Eurohypo in England verkauft. Das Portfolio hatte einen Wert von 5 Milliarden Euro. Damit verbessert die COBA zwar ihr Risikoprofil und kommt wesentlich beim Abbau der internen Bad Bank voran, allerdings verbessert das Geschäft nicht die Kernkapitalquote. Das Gesamtergebnis 2013 wird durch die Transaktion wohl eher mit 179 Millionen Euro belastet. Die Ratingagentur Moody's schätzt ohnehin, dass die Sanierungsprogramme frühestens 2015 die ersten Früchte tragen werden. Bis wann die COBA-Aktien des Bundes abgestoßen werden sollen, steht allerdings noch in den Sternen.